Ende November stand fest, womit eigentlich niemand zurechtrechnen wollte. Im Erlebnisbad Lausitz-Temme-Bornemer in Bad Liebenwerda gingen endgültig die Lichter aus. Bemühungen der Interspar-Gruppe als Eigentümer des Bades, aus eigener Kraft das Erlebnisbad zu retten, scheiterten. Der erneute Lockdown und Streit zwischen der Interspar und der Stadt über die Kosten verschärften am Ende die Situation. Nun scheint sich Licht am Ende des Tunnels aufzutun. Nachdem die Stadt Bad Liebenwerda mit Hilfe von Partnern zumindest die sogenannten Medienkosten, sprich Wasser etc. übernommen hat, ist nun auch der lange erwartete Geldsegen für eine angedachte Sanierung fest zugesagt worden. Das Thema Bornemer, das hat uns, beschäftigt uns ja auch schon lange. Den Fördermittelbescheid haben wir bekommen, also über die 14,3 Millionen, der uns ja schon zugesagt war, der kam jetzt. Und mit der Auflage, dass wir der ELB einen Betreiber mitteilen. Bis zum Mai haben wir diese Frist und da sind wir in guten Verhandlungen und ja. Es gibt positive Aussichten im neuen Betreiber findet und ja, und dann muss Corona endlich Schluss machen. Das hängt ja davon ab, wann wir wieder die Therme eröffnen dürfen oder nicht. Das verfolgt uns ja. Das ist ja ein Thema, Dauerthema jetzt im Augenblick. Nach Angaben von Kurstadtbürgermeister Johannes Berger gibt es einige Interessenten für die Übernahme der Anlage. Mit einem sei man bereits in konkreten, vielversprechenden Verhandlungen. Darüber, um wen es sich dabei genau handelt, hüllt man sich aktuell allerdings noch in Schweigen, denn der Investor möchte so lange seinen Namen nicht öffentlich erwähnt wissen, bis alles in Sack und Tüten ist. Bis zum Mai muss man sich spätestens geeinigt haben, wenn nicht, fließen auch keine Fördergelder. Für die ehemalige Belegschaft der Lausitz-Therme und vor allem für die Besucher des Bornemer gibt es damit also wieder Hoffnung, dass das Erlebnisbad schon bald im neuen Glanz erstrahlt.